Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Hannes, ne? Und grüß euch. Heute ist unser letzter Tag, das heißt, bei uns ist heute Sonntag und haben wir gedacht, müssen wir natürlich nochmal eine Mars testen. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt Mars getestet. Wir hatten die Schneemars, wir hatten die Gorsenmars, wir hatten die Odelmars, was ja eine Nachfolger davon ist, nur eklig. Wir hatten das, tja, da guckst du, das Isarwasser. Stimmt, Isarwasser. Wir hatten die Korea-Mars. Die Korea-Mars hat Mars. Und ein was ist noch übrig. Ah, ne? Halt die Muschi heute. Wie heute? Halt, das ist halt der. Das Korea-Mars ist doch die alte. Ja, die kalte, kalte Muschi, ja, sag ja, das ist die kalte Muschi. Ich dachte, das ist jetzt so, der ist schon wieder, Mann, Mann, Mann. Und heute haben wir das, die Laternenmaß, das Laternenmaß, ich weiß es nicht. Wenn ich die Schneemaß sage, muss ich auch. Die Laternenmaß. Das bezieht sich aber auf das Maß. Also muss man ja, wenn man die Maß sagt, es ist die Laternenmaß. Was total blöd klingt. Aber so ist es angeblich ja korrekt. Wir haben natürlich wieder vom Ice Scorpions hier zwei Maßkrüge gesponsert bekommen, weil wir die ja dann immer entsorgen nach dem Tasting. Deswegen packen wir mal die neuen Maßkrüge aus vom Ice Scorpions. Packen das hier rüber. Jeder hat wieder einen Liter Bierkrug. Und diesmal gibt es auch gar nicht so viele Zutaten. Ihr benötigt nämlich ein gelbes Limo, was dann angeblich, ein weißes Limo wurde, nachdem er gelb gesagt hat. Wir haben uns nämlich Inspiration vom Edward wieder geholt. Also ein weißes Limo. Wir benötigen einen Weißwein, dass alles weiß ist, weil das ja sehr durchsichtig sein soll. Und dann gebt ihr ein Kirschlikör. Kirschlikör eigentlich in ein Weinglas, was dann hier reingestellt wird, was ungefähr so hoch ist dann wie der Maßkrug, damit ihr eben aus beiden gleichzeitig trinken könnt, aber wir haben leider kein Weinglas, das heißt, wir haben jetzt Sektglas, einfach nur hier Sektglas gewesen, oder Sektglas. Das ist ja wurscht, das ist ja alles dasselbe. Wir haben jetzt halt das und wenn du das nimmst und da drin versenkst, dann fliegt eh alles raus. Und deswegen haben wir zusätzlich zu dem einfach noch den und was damit ist, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Wir müssen auf jeden Fall erstmal anfangen mit dem Weißwein. Das ist nämlich die Grundlage. Unten kommt erstmal der Weißwein rein. Ich weiß aber nicht, wie viel, Hannes. Das war ja nicht die halbe Packung, oder? Nö. Nee, aber wir können es trotzdem so machen, weil ja. wer trinkt denn sonst schon Weißwein? Niemand, also kann man den auch wegtun. Das ist der zweite Ring von da, dann packen wir das mal hier. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Das sind jetzt Eigenkreationen, weil die Maße mit den Hammerschirmen dazu, aber ist egal. Wir machen unsere eigene Kreation fertig. Wunderbar. Wichtig ist der Weißwein, dass der halt durchschaubar ist, genau. Dass ihr da durchschauen könnt, wenn ihr wirklich was in das Glas reingebt, was ihr dann verfolgt, dann wird das ein bisschen natürlich mit Zitrone, Zitronenlimonade, hier haben wir halt Spreit von der Spreit-Challenge aufgefüllt. Da machen wir es halt bis zum Rand. Ja, klar. Dann reicht der Platz vielleicht trotzdem noch aus, glaube ich mal. Ja. Aber wie gesagt, die Grundzutaten sind auf jeden Fall also sind identisch mit dem Getränk. Weißwein, weiße Limo und Kirschlikör. Ihr nehmt natürlich edle Tropfen, ja? Und nicht irgendeinen billig Fusel aus dem Supermarkt. Und ihr nehmt natürlich auch kein Tetrapack Wein. Und jetzt kommt ja das Besondere. Normalerweise müsstet ihr eure Laterne also jetzt befüllen. Die ist halt jetzt komplett durchsichtig, da könnt ihr durchschauen und jetzt kommt eigentlich das Sektglas, was ihr befüllt, reingebt und es dann rot da drin steht, aber wir haben ja keins. Wir nehmen jetzt einfach unsere zwei kleinen, die wir hier haben, werden die jetzt einfach mal befüllen mit dem Kirschlikör. So, das ist ja Zikuro. Ich fülle deinen auch mal. Reingeben muss es dann aber alleine. Ah ja. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Hat es? Ich fange mal oben. Gib's mal rein irgendwie. Das wird sich jetzt ein bisschen vermischen. Das jetzt wird die Laterne befüllt. Ja.
Hier steht es drinnen. Ja. Sauber, sieht aus wie eine Laterne, oder? Ja, ja. Das mache ich jetzt auch mal. Ich bin halt nicht so zaghaft wie du. Ich nehme es und lass einfach los. Und jetzt haben wir es da drin. Und ach du meine Fresse. Jetzt ist das Glas geplatzt. Aber das sieht doch fast gut aus. Bei dir wird es schon wieder halb durchsichtig. Man sieht, die Laterne ist befüllt. Das sieht sogar besser aus als im Original. Aber weil wir ja so gut drauf sind und letztens ja noch Blue Curaçao kaufen mussten und wir nicht wissen, was wir mit dem Blue Curaçao machen, haben wir sogar noch Blue Curaçao dabei. Das ist eine Eigenkreation. Wir werden jetzt die kleinen Fläschchen befüllen und müssen dann versuchen, dieses Glas in das Kirschlikörglas noch zu stellen. Das wird nämlich die Doppel... Laterne. Ja. Es ist Sonntag, Mann, es ist Sonntag. Das Gehirn ist schon wieder ausgeschaltet. So, ein blaues, weil eine Laterne ist ja nicht automatisch nur rot. Ne? Eine Laterne gehört ja viel mehr dazu. Also ein Blue Curaçao Glas noch rein. Das war der falsche Deckel. Ich film's wieder. Jetzt müssen wir bloß treffen. So, Hannes, triff's mal. Jetzt müssen wir bloß. Das sieht doch gut aus. Treffen. Ups, ja. Ups. Ja, genau, jetzt ist. Jetzt hast du in der Laterne noch eine Laterne drin und jetzt habt ihr hier oben irgendeinen komischen. Guck mal, wie es bitzelt, das sieht gut aus, da mag man selbst gleich rein. Aber es wird schon wieder klarer. Also es wird schon wieder. Man kann es ja auch nicht einfach daneben stellen, das bringt ja nichts. Man muss es ja trotzdem draufpacken. Super, und jetzt schwimmt das auch da drin. Und jetzt habt ihr sozusagen eine Laterne, ne? Da ist das D-Licht und da ist das andere D-Licht. Das sieht jetzt komisch aus und wie es schmeckt, das finden wir jetzt gleich raus, indem wir das jetzt tasten. Kanalphänomenal hat die Schneemaß schon nachgemacht, habe ich gesehen. Bin mal gespannt, ob der auch die Odelmaß nachmacht, ob der vielleicht auch eine Laternenmaß sich mal nachbastelt oder irgendeine Korea oder irgendein Isarwasser. Also, ja, ich glaube, ich muss mir ein neues Stativ bestellen. Das fährt immer zusammen. Der Hannes fährt es immer hoch und dann fährt es wieder runter. Ich glaube, es mag gerne vom Hannes hochgefahren werden, deswegen fährt es immer wieder runter. So, jetzt probieren wir mal. So sieht es nämlich besser aus, als wenn wir da unten hängen. Aber Vorsicht, das Glas im Glas nicht mittrinken. Das ist schwer verdaubar. Ein Laternenmaß. Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Obwohl ich mag mal so keinen Wein, aber da muss ich sagen, das schmeckt. Das schmeckt. Der Weißwein mit der weißen Limonade und es sieht sogar super genial aus, weil irgendwie sieht es aus, als würde der Blue Curaçao immer noch komplett drin sein. Komplett in dem Simpsons-Gläschen sein. Das ist genial, Mann. Er hat sich da einfach festgesaugt. Ja. Der kommt da einfach nicht raus. Und so habt ihr da immer noch eine Überraschung drin. Das ist Kinderüberraschungsei für Erwachsene. Ja, genau. Wir trinken mal noch ein bisschen und gucken mal, ob das jetzt noch den Weg zu uns findet. Prost. Ach. Aber da merkst du dann schon, dass den Kirschlikör merkst. Im Curaçao merkst du das auch ein bisschen. Ich merke nichts. Wenn ich hier reingucke, sieht immer noch so aus wie eben. Jetzt kommt der Punkt, wo dann plötzlich da die Luft in das Glas reinströmen würde, was dann hoffentlich den Blue Curaçao nach draußen stößt, sodass der euch einfach blau ins Gesicht schießt. Am besten man nimmt irgendwas anderes demnächst, stellt das einfach immer drunter und schon kann es nicht mehr runterfahren. So. Es ergibt keinen Sinn. Doch, jetzt steht es einfach auf der Weinpackung. Genau. Solange es das Mikrofon nicht verdeckt, das heißt, ich darf die Weinpackung niemals wegschmeißen. Egal wo ich hingehe, ich muss sie jetzt immer mitnehmen. Als Stütze fürs Stativ. Und Prost. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Prost. Sieht auf jeden Fall jetzt schön rot hier unten aus. Und jetzt müsste das Blaue noch dazu stoßen. So, beim Rest müsste man vielleicht aufpassen, dass das nicht so rumfliegt. Es hat es auf jeden Fall überlebt.
wenn ihr jetzt hier reinguckt, wirklich am letzten Schluck, das ganze Blue Curaçao kam gerade raus, ins Gesicht geschossen. Ja, verteilt ein bisschen, aber es geht. Normalerweise ist das ja nicht drin und normalerweise, wenn das wirklich das Sektglas hier oben abschließt mit dem Rest, trinkt ihr ja was. Ihr kriegt immer ein bisschen was von dem Kirschlikör in den Mund und gleichzeitig aber auch von dem Rest, der außen rum ist, also von der Limo mit dem Wein. Und dann vermischt sich das erst in eurem Mund, aber bei jedem Schluck. Wir haben halt jetzt die ganze Zeit getrunken, ohne dass wir überhaupt den Kirschlikör hatten. Der kam dann erst weiter unten durch. War für uns jetzt nicht perfekt umsetzbar. Wir haben das Beste draus gemacht, haben ein bisschen improvisiert, haben wir ja bei den anderen Sachen auch. Ja. Kennt ihr das? Kennt ihr das Laternenmaß, die Laternenmaß, wie auch immer? Kennt ihr noch andere Maß, die wir noch nicht getestet haben? Dauert zwar dann ein bisschen Hannesmaß seht dann, um das dann weiter zu testen, aber ihr könnt gerne Vorschläge reinschreiben. Ja, aber soweit. Welche Maßgeträge es noch gibt. Soweit ist es ja dann auch nicht mehr. Also das ist ja schon wenn Monat. Wir in Berlin im Hotel sind, da haue ich mir aber nicht die Maßkrüge rein. Na, aber. Oder beim GoFest so, Ramses, hallo. Ich bin an deinem Moment, Geburtstag da, Herr Kollege. Ich haue mir erstmal hier das Maß rein. Aber der Geburtstag ist ja nach dem GoFest. Ach so, ja, in Gera, jawohl. Ja. Ne, in Berlin. Juli? Na, das GoFest Berlin ist Anfang Juli und ich hab Mitte Juli. Ach, so. Mitte Juli, jetzt, ja. Wer bist du? Was willst du hier oder was? Nee. Das war's jetzt von unserer Seite aus. Wir, den Rest klären wir nämlich privat, ne? Genau. Wer hier was, wer wann Geburtstag hat und warum. Warum der überhaupt Geburtstag hat, das ist nämlich die wichtigste Frage. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Magst du es, Jungs? Magst du noch wen grüßen? Ich grüße den Ramon. Das verstehe ich immer nicht. Und Kanal Phänomenal, Manuel grüße ich. Ja, Kanal Abnormal, genau, der wird auch gegrüßt. Genau, definitiv. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.